ein Delay. 1, 2, 3, 4, reißt die Hütte ab. Vielen Dank für, jemand hat hier gesubbt, Digga. Xenor Gaming subbt siffig rein. Runter von meinem Rasen. Runter von meinem... Alter, Leute, das nimmt Überhand. Als wären es Torwartparaden. Du Sick-Maul. Animus, JamFM. Ich hab JamFM, wollte ich sagen, nicht so krass auf dem Schirm. Also ich gebe mir das schon immer mal so, ne? aber nicht jetzt so krass auf dem Schirm, aber das Krasseste, was ich jemals da gesehen habe, war eben das von Animus, ne? Und für die Leute, die es noch nicht kennen, gebt euch das auf jeden Fall, Alter. Du ich hab das doch ausgestellt, Alter, was ist denn los? Runter von meinem Rasen, du Siffmaul. jetzt geben wir uns nur mal in aller Ruhe hier, Freunde. Runter von meinem Rasen, ey, du Siffmaul. Was ist los? Der Dannon streichelt den Maulwurf. Grüß dich, Digga. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Schön, dass du der Siffmaul-Community beigetreten bist. Du kommst genau richtig. Mob yeah. Deep. Jammer Fam. Ey. Exclusive. Yeah. Deutschrap, tut mir leid, ich bin kein Sneaker-Freak. Dieser Junge kommt direkt aus einem Kriegsgebiet. Und Nike half mir nie, wenn ich mit meinen Krisen schlief. Alles, was für mich da war, war nur die Musik. Guck mal, auch wie er hier float, das feiere ich halt extrem. Ich meine, das ist so jetzt nichts auffällig Krasses oder so. Aber es ist halt so, es sind vier Reime, die hier aneinander hängt. Deutschrap, dieser Junge kommt direkt aus seinem Kriegsgebiet. Tut mir leid, dabadab, ich bin kein Sneaker-Freak. Und Nike half mir nie, wenn ich mit meinen Krisen schlief. Dabadabadabadabadabadabadabadabadab. Und den letzten Reim zieht er halt so geil vor, um in die fünfte Zeile halt irgendwie einen geileren Einstieg zu kriegen. Und das fördert halt extrem den Flow, so meiner Meinung nach. Kriegsgebiet und Nike half mir nie, wenn ich mit meinen Krisen schlief. Alles, was für mich da war, war nur die Musik. Darum kill ich Beats, wo du herkommst, beten Kids für den nächsten Jordan. Wo ich herkomm, beten Kids für den nächsten Morgen. Erreiche Herzen mit den Worten, keine Angst vorm Tod, so als wäre ich schon tausend Male gestorben. Ja, das ist so, also dieser Flow, den feiere ich extrem. Und ich weiß auch nicht, warum teilweise die Leute bei JamFM so krasse Dinge raushauen, ne? Es ist oft so, ich spreche da auch wirklich aus eigener Erfahrung, auch mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, jetzt gar nicht diese JBB-Rapper oder so, sondern auch aus dem Freundeskreis halt so, diese Rapper-Leute so, ne? Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute so One-Take was rappen, dir einen Track zeigen oder irgendwo was One-Take rappen, ne, dass du das voll krass findest, so, dass das irgendwie so einen eigenen Stellenwert hat, ne. Und wenn die dann beispielsweise zu dem, was sie dir One-Take vorgerappt haben, ein Video drehen oder so, ne, und eigentlich das Ganze viel krasser aufgefahren wird, fühlst du es irgendwie nicht mehr so, ne. Und es verliert irgendwie was. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass bei JamFM alles so One-Take gerappt wird und dass es deswegen so krass kommt, aber es ist irgendwie krass. Schönes Bild, by the way, übrigens gerade von Animus. Rap reiche Herzen mit den Worten, keine Angst vorm Tod, so als wäre ich schon tausend Male gestorben. Rapper machen mir auf hart in den Strophen, mit Straßenparolen, scharfen Pistolen, doch sind zahm wie ein Fohlen. Klingen alle gleich, ich bin kein Mathebuch, aber glaub mir, ich hab die Vision und... Geile Reime, absolut geiler Flow und diese Message, die ganze Zeit da untermalt wird von ihm, finde ich auch übertrieben stark. Wie ein Fohlen, klingen alle gleich, ich bin kein Mathebuch, aber glaub mir, ich hab die Vision und... Zurecht hält uns der Staat für Idioten, denn nimm eine einfache Kette, färb sie golden und schon machst du für Abermillionen ohne Plan aus dem Sklavensymbol ein Statussymbol. Wie er hier auch die Reime setzt, übertrieben. Ich meine, ich bin hier, das ist einfach so, ich muss es einfach immer wieder sagen. Zurecht hält uns der Staat für Idioten, denn nimm eine einfache Kette. Zurecht hält uns der Staat für Idioten, denn nimm eine einfache Kette, mal sie Gold und du machst da mit Millionen. Wie er dieses da mit Millionen versetzt, einfach so neben den eigentlichen Platz für den Reim, gibt dem Ganzen halt so einen gewissen Flavor, Alter. Ich hab die Vision und zurecht hält uns der Staat für Idioten, denn nimm eine einfache Kette, färb sie golden und schon machst du für Abermillionen ohne Plan aus dem Sklavensymbol ein Statussymbol. Wie du merkst, Mann, ich denk anders, gib mir ein Beat und ich rap anders. Haben wir Beef, klingt die Get anders. Deine Bitch macht auf lieb, doch glaub mir, sie ist im Bett anders. Und Tobi, das finde ich halt, die Zeile stört mich immer so, wenn ich das höre, weil ich finde so, deine Bitch macht auf lieb, doch glaub mir, sie klingt im Bett anders. Das ist so, ich weiß ja, das ist keine schlechte Zeile, es passt hier in den Flow, es passt in den Reim, es macht so von der Ästhetik dieses Raps, macht es nichts Schlimmes, aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ich finde in so einer ernsthaften Thematik, die er da behandelt, so diese ernsthafte Message und so, die er da gerade in den Raum stellt, wird da so ein bisschen angeknackst, wenn er dann von irgendeiner Bitch rappt, die im Bett anders klingt.
als lieb. Das ist so ein bisschen. Klingt die Get anders. Deine Bitch macht auf lieb, doch glaub mir, sie ist im Bett anders. Zum Tobi. Ich hab genug von Rappern, die mir mit Connections drohen. Als ob das mich daran hindert, sie aus dem Bett zu holen. Schalte um, als wäre ich Wechselstrom. Mit einer Laune, du findest sie im Lexikon neben Tourette-Syndrom. Das ist so krass, Digga. Die Stelle, ne? Boah! Und Tobi, ich höre die Rapper da, wenn wir mit Connections drohen. Als ob mich das daran hindert, sie aus dem Bett zu holen. Schalte um wie Wechselstrom. Mit einer Laune, du findest sie im Lexikon neben Tourette-Syndrom. Ah, das ist zu krass halt so. Und das war noch, das war halt vor der Zeit. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Animus hat so seit der Sache mit Manu Elsen so ein bisschen da an Standing verloren oder so. Das ist so, also ich hätte nach wie vor keinen Bock, dass Animus bei mir vor der Tür steht und mir sagt, ich soll runterkommen, aber nicht zum Reden. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, so, ne? Aber es ist jetzt schon so, es ist so ein bisschen angeknackst, so dieses Beast-Mode-Image von Animus halt so, ne? Auch natürlich seit der Sache mit Manuelsen und dem darauffolgenden Interview von Manuelsen ist es so ein bisschen angeknackst, meine ich so, ne? Und deswegen ist die Zeile so, als ob mich das daran hindert, sie aus dem Bett zu holen. Er ist so ein bisschen, verliert minimal an Gewicht so, aber geben wir uns diesen Flow nochmal, das ist für mich die krasseste Stelle aus dem ganzen Track und Tobi, wie er danach nur so, macht es auch geil. Klingt die Get anders, deine Bitch macht auf lieb, doch glaub mir, sie ist im Bett anders. Und Tobi, ich hab genug von Rappern, die mir mit Connections drohen, als ob das mich daran hindert, sie aus dem Bett zu holen. Schalte um, als wär ich Wechselstrom, mit deiner Laune, du findest sie im Lexikon neben Tourette-Syndrom. Jeder dieser Studio-Gs kommt aus der Bourgeoisie, doch redet über Musteris und dass er Nougat dealt. Komm und zieh die Fotzen direkt aus der Junior-Suite und sehe aus wie der Security deines Securities. Komm. Digga, das ist zu abnormal, das ist zu krass, Alter. Schon wieder ein schönes Bild von Animus. Es ist einfach irgendwie, das hat so seinen Flavor, das hat so eine Macht, so eine Power, so was Gewichtiges einfach, was hier gerade abgeht, Alter. Komm und zieh die Fotzen direkt aus der Junior Suite und sehe aus wie der Security deines Securities. Komm in dein Büro voller Sekretären und du siehst deinen Sekretärin. Ja, das, ja, jetzt kommt so ein Spit-Split, den, weiß ich nicht, der ist schon irgendwie nicht schlecht, ist jetzt innovativ und ich mag ja dieses Innovative und Kreative, kriegt man mich prinzipiell schon immer so, aber ich finde das jetzt hier nicht so gelungen, was aber auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass das irgendwie nicht so geil betont. Also diese, ja, hört einfach mal rein. Komm in dein Büro voller Sekretären und du siehst deinen Sekretärin. Ich hab Schlampen, die mein Sekret ehren, denn ich könnte einen Parkplatz mit meinem Sekretären. Das ist schon tight halt, ne? Komm mit deinen Würfeln voller Sekretären. Und dann siehst du seinen Sekretär rennen. Er betont es halt so, als wäre es was anderes. Aber wenn er das wirklich so bei so Spitzblitz, ist es halt, wirken die immer geiler, wenn du versuchst, sie so ähnlich wie möglich zu betonen oder auszusprechen, so, ne? Ich hab Schlampen, die mein Sekret ehren, denn ich könnte einen Parkplatz mit meinem Sekretären. Ich hab gelernt, bist du echt, wirst du von vielen gehatet. Sie reden über mich und wir sind uns noch nie begegnet. Ich kam ins Game und wollte eigentlich nur Liebe geben. Plötzlich will mich jeder ficken, fühle mich wie Shirin David. Ich rappe nicht, um andere Style zu haten. Fick Charts, du brauchst mit mir nicht übereinzureden. Selbstbewusstsein ist mein Schirm, wenn es Kritik hagelt. Bescheidenheit ist mein Schirm, wenn es Beifall regnet. Und ja. Das ist auch so geil. Das ist voll poetisch. Sowas, das feiere ich auch. Diese Poesie in manchen Zeilen von Rappern, Alter. Dann ist mein Schirm, wenn es Kritik hagelt. Fick Charts, du brauchst mit mir nicht übereinzureden. Selbstbewusstsein ist mein Schirm, wenn es Kritik hagelt. Bescheidenheit ist mein Schirm, wenn es Beifall regnet. Und ja. Guck mal. Selbstbewusstsein ist mein Schirm, wenn es Kritik regnet. Und Bescheidenheit ist mein Schirm, wenn es Beifall hagelt. Oder so irgendwie, auf jeden Fall saugeil, Poet. Ist mein Schirm, wenn es Kritik hagelt. Bescheidenheit ist mein Schirm, wenn es Beifall regnet. Und ja, Deutschrap, was für eine schäbige Scheiße. Oh, dieser Flow, das ist auch so, das ist gar nicht besonders. Ich müsste jetzt gar nicht, oder ich könnte jetzt gar nicht sagen, oh, Digga, diese Rhythmus-Pattern, die der da ins Taktgitter knallt, die sind voll krass, Alter, so, ne? Ist es gar nicht, aber irgendwie kommt diese Stelle jetzt. Das hat so voll den Groove. Eigentlich ist Groove der richtige Ausdruck dafür. Bescheidenheit ist mein Schirm, wenn es Beifall regnet. Und ja, Deutschrap, was für eine schäbige Scheiße. Laute Modeopfer mit ästhetischen Reimen, die keine Message, Aussage oder Punchlines haben. Aber dafür tolle Tanzeinlagen. Wir wollten alle immer Mainstream sein, im Club, Radio, Spotify, Playlist sein. Und jetzt, wo wir das Spotlight bekommen, wovon reden wir? Koks, Autos, Fotzen und Bongs?
Digga, diese Messages, ich fühle es einfach komplett. Ich finde es so geil. Dass ich auch so gegen dieses ganze Mainstream-Gelaber da, Drogen, Fotzen und Bonks und das, was er da halt gerade angreift. Ich finde es so geil, Alter. Und ich finde es, ich fühle es auch so, weil so ein Typ mit Standing macht. Das macht so ein Bär, weißt du, der das eigentlich alles auch machen könnte. Dem wird es stehen, eine dicke Kette, ein auf dick machen, so krass, es wird ihm stehen, aber er schießt einfach irgendwie dagegen, so. Und das in einer Art und Weise, die ich komplett feiere, so wie er da rappt, Digga, das ist mit Abstand, ich bin kein Animus-Fan, sag ich euch wirklich so. Es gibt ein Lied von ihm, was ich feiere, und das heißt, was würde die Person, die du bist, sagen zu der Person, die du warst? Auf seinem Album. Das ist der einzige geile Track, ansonsten feiere ich gar nichts von Animus. Muss ich wirklich sagen, ich bin kein Fan von seiner Musik. Es gibt noch das eine Lied mit Motrip, glaube ich, über seine Mom, was ganz geil ist, aber ansonsten ist es einfach so überhaupt nicht mein Film, ne? Aber das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, Alter, wie ein Kneipenschläger. Und jetzt, wo wir das Spotlight bekommen, wovon reden wir? Koks, Autos, Fotzen und Bongs? Oder lüge ich etwa, Tobi Lee? Jeder Rap, der will ein Haus für Mama in einem Wohngebiet. Und dass er darum mal das Koks verschiebt. Doch deine Mutter wäre lieber obdachlos, bevor du Drogen dealst. Digga, das ist wirklich so Real Talk, Digga. Das ist so saftig einfach. Dass er darum mal das Koks verschiebt. Doch deine Mutter wäre lieber obdachlos, bevor du Drogen dealst. Ihr seht die Dinge, wie sie sind, ihr kleinen Trottel. Instagram macht doch so Schlampen, doch keine Models. Musical.ly macht doch so Spinner, noch keine Tänzer. Autotune macht euch nicht automatisch zu Sängern. Facebook macht euch nicht zu Prediger mit Zitaten. Stell dich in eine Garage und dennoch wirst du kein Wagen. Mein Weg führt... Stell dich in eine Garage und dennoch wirst du kein Wagen. Mein Weg führte du Straßenbattles am Abend. Texte schreiben, bis Bleistifte unterm Finger zerbrachen. Für Freestyle-Battles durch Deutschland Texte schreiben, bis Bleistifte unterm Finger zerbrachen. Du Straßenbattles am Abend. Texte schreiben, bis Bleistifte unterm Finger zerbrachen. Für Freestyle-Battles durch Deutschland gefahren. Was für Gage mit 16 Jahren im Winter auf Bahnhofsbänken geschlafen. Jeden Cent, den ich hatte am Sparen. Nicht für Marken, sondern für ein Mic und träumte von meiner CD im Laden. Heute sehe ich diese Pisser, die gerade mal ein paar Tage aus Lust und Laune ein paar Reime ins iPhone gesprochen haben. Reden von Nutten, Ficken und Bares stapeln und Hasen. Kein Bezug zu Hip-Hop, nur Höhenflüge auf Nase. Digga, das ist zu krass. Ich könnte da wirklich nach jeder Zeile Stopp drücken, weil es auch einfach von der Message her zu geil ist und mir komplett aus der Seele spricht und die Meinung, die ich über dieses ganze Game habe, so auf den Punkt bringt. Und das ist für mich einfach, da geht mir das Herz auf, wenn jemand schon das sagt, was mir auf der Seele liegt und dann auch noch in so einer guten Rap-lyrischen Form widerlegt. Das ist einfach große Kunst, Digga. Das ist Real Talk, das krasseste, was ich jemals von Animus gehört habe, Alter. Von Nutten, Ficken und Bares stapeln und Hase. Kein Bezug zu Hip-Hop, nur Höhenflüge auf Nase. Darum dreh ich am Kabel, jeder Reim ne Granate. Der letzte Wolf zwischen Skinny Jeans tragen den kleinen Schafen. Fresse wie Kannibal, zerbreche sie dann wie Glas und du liegst unter meinen Sneakers, geplättet wie Laminat. Komm wie ein Partisan mit einer Menge an Arsenal, beeindruckend wie Kathedralen, ein Schuss in liegt alle da, legt ne Schlinge um dein Hals, als wär es ein Talisman. Asisam, Rap so dreckig, der hilft auch kein Sankrotan. Hungrig wie Ramadan. Digga, was ist mit ihm? Sag doch mal. Fühlt ihr das nicht so? Find ich das nur komplett krass? Ich find's komplett abnormal, Alter. Leg ne Schlinge um dein Hals, so als wäre es ein Talisman. Partisan mit ner Menge, Arsenal beeindruckend wie Kathedralen. Ein Schuss, ihr liegt alle da. Leg ne Schlinge um dein Hals, als wäre es ein Talisman. Asisam, Rap so dreckig, der hilft auch kein Sankrotan. Hungrig wie. Da hilft auch kein Sankrotan. Ey, bei Sackrotan läuft mir der Sackrot an. Hey, Kid. Ramadan ist ein süß, er ist ein Talisman. Asisam, Rap so dreckig, der hilft auch kein Sankrotan. Hungrig wie Ramadan ist ein süßer als Marzipan. Flow von einem anderen Stern wie ein marsianischer Pavian. Willkommen im Dschungel. Rap von einem anderen Stern wie ein marsianischer Pavian. Natürlich muss man hier auch bei diesem One-Take, ne? Man hört natürlich, so wird er das im Studio nie aufnehmen, weil man hört halt schon, wie er oft nach Luft ringt und so, ne? Und so am Ende der Zeile ist mal hier eine Silbe verschluckt, so ein bisschen diese Atme reinkommen und so. Aber genau das, finde ich, bei so Tracks macht das Ganze halt so authentisch. Immer wenn es zu so Punkten kommt, Manuelsen ist ja auch einer, der gerne, lustigerweise, ja, so einer, der so bis ans Ende seiner Luft geht, zumindest hört sich das so an, was ich aber extrem feiere. Und da sage ich auch immer, dass es mich an M.O.P. erinnert. Also die zwei Rapper aus Brooklyn. Die rappen auch immer so, dass aus der letzten Luft alles rauspressen, aber das Ganze gibt dem halt so den gewissen Charme und Flair, Alter. Und hier finde ich sowieso komplett abnormal. Man sieht auch, dass sich der Schweiß auf der Stirn spiegelt hier bei Animus, weil er komplett schwitzt. Ich will gar nicht wissen, was der für einen Saft zwischen den Beinen hat, Alter. Ramadan ist ein süßer als Marzipan, Flow von einem anderen Stern wie marsianischer Pavian. Willkommen im Dschungel, dafür musst du nicht auf Safari fahren. Gib mir ein Beat und ich sorge für Panik wie ein Attentat. Willkommen im Dschungel, dafür musst du nicht auf Safari fahren. Gib mir ein Beat und ich sorge für Panik wie ein Attentat. Abnormal krass. Willkommen im Dschungel, dafür musst du nicht auf Safari fahren. Gib mir ein Beat und ich sorge für Panik wie ein Attentat. Okay. Tut mir leid, dass ich nicht wie die anderen Rapper prahle. Mit mehrsilbigen Reimen und male, was ich hab, hier wo's... Also jetzt greifst du mich aber an. Mit mehr... Schon wieder ein schönes Animus-Bild. Irgendwie gelingt uns heute der ein oder andere Beauty-Shot von Animus.
Ja, mehrsilbige Reime, also das kann ich jetzt nicht so fühlen, weil ich es natürlich komplett geil finde, mehrsilbig zu reimen. Und für mich ist es auch ein Stilmittel dieser Kunst, ganz ehrlich so. Rap ist Reimen, für mich. Ich weiß, klar, es gibt auch viele, die sind da jetzt nicht so drauf verankert. So ein 50 Cent reimt auch nicht krass oder so. Das ist natürlich so, es ist nicht nur, du kannst, man kann nicht sagen, man ist ein schlechter Rapper, wenn man nicht gut reimen kann. Es gibt ganz viele, die nicht so krass reimen. Savage reimt auch nicht krass. Jonesman reimt auch nicht krass. Es gibt halt, naja, aber das kann ich jetzt nicht so ganz untermalen, weil es halt für mich und in meiner Welt und mit meinem Blickwinkel auf Hip-Hop natürlich dazu gehört, mehrsilbig geil zu reimen. Yo. Tut mir leid, dass ich nicht wie die anderen Rapper prahle. Mit mehrsilbigen Reimen umale, was ich hab. Hier, wo es mehr Instagram-Profile gibt von dem, was Rapper tragen, anstatt von dem, was Rapper sagen. 50er Bizeps, ich war mit 26 der Erste. Gangbang mit deiner Bitch war von 26 der Erste. Guck mal, das finde ich, das ist genau das, wie diese Bitch-Zeile. Die ist halt nicht schlecht so. Das ist, von 26 der Erste, am 26 der Erste. Rappercamp, 13. Am Arm sind 13 Uhren. An meinem Arm sind 13 Uhren. In meinem Apartment 13 Huren. Player wie Kollege stehen nicht morgens auf und fahren zur Arbeit, sondern schlafen bis 13 Uhr. Erinnert mich ein bisschen daran, auch an Kollege. Wer hätte es gedacht? Mein neues Album heißt Beast Mode, der Erste. Gangbang mit deiner Bitch war von 26 der Erste. Mein neues Album heißt Beast Mode 3 und erscheint wann? Richtig, 26.01. Oh! Wow! Das Beast, die... Hat Tobi Lee irgendwann mal gesagt, was er so am krassesten findet? So hat er irgendwann mal, ich will nicht sagen Partei ergriffen, aber hat er irgendwann sich mal so breitschlagen lassen wie Teigwarenmasse, dass er mal gesagt hat, so wer für ihn der krasseste Gast bei ihm war? Ohne Spaß, Alter, weil Animus ist unfuckable halt so, was diese Jam-FM-Dinge angeht, meiner Meinung nach. Da auf Jam-FM, yeah. Animus, exclusive. Yes, yes, yo. Grüße auch an die ganzen JamFM-Jungs. Ich hab mit, ich weiß nicht genau, mit wem ich geschrieben habe. Irgendjemand hat mir irgendwo mal geschrieben von JamFM. Da habe ich, glaube ich, irgendwo kommentiert und irgendjemand hat mir geschrieben, yo, Jiggy, danke, vielleicht ja mal bis bald, Fragezeichen oder so. Und irgendwie habe ich mit dem, ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal.